Verführerisch lecker, schnelle Pasta mit saftigem Lachs und cremiger Sahnesoße. Hi, hier ist wieder Daisy aus der Mein Zaubertopfküche und heute habe ich wieder ein köstliches Rezept für dich, denn wir zaubern Tagliatelle mit saftigem Lachs und einer richtig schönen, cremigen, hausgemachten Sahnesoße. Super schnell wieder. Das ganze Gericht steht tatsächlich wieder in 20 Minuten auf dem Tisch und es ist wirklich schnell, einfach und mega köstlich. Deswegen lass uns auch direkt starten. Die Zutaten sind auch wirklich übersichtlich. Alles, was du brauchst, sind Tagliatelle oder halt andere Nudeln, Lachs, Sahne, Wasser, eine Zwiebel. Für später zum Garnieren habe ich noch ein bisschen Dill, Mehl, Salz und Pfeffer und ein bisschen Öl. Und wir starten mit der Pasta. Die wird nämlich hier nebenbei gekocht und zwar auf dem Herd. Und im Thermomix machen wir dann einfach die schnelle Sahnesoße. Wasser ist aufgesetzt, ich salze das schon mal und dann kommen gleich die Nudeln dazu. Die Nudeln kochen. Wir kümmern uns jetzt auch schon nebenbei um den Lachs. Die Pfanne habe ich hier schon ein bisschen vorgeheizt. Mache ich jetzt noch mal ein bisschen hier hoch. Das komplette Rezept zum Nachlesen, wirklich mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und auch mit dem integrierten Kochmodus, findest du wieder bei uns im Zaubertopf-Club. Ich habe mir das hier auch mal aufgerufen, dann muss ich mir die ganzen Schritte nicht merken. Ist ganz einfach, Zutaten sind auch erstmal alle aufgelistet und entweder du nimmst hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung oder du machst es dir ganz einfach und drückst hier einfach auf Kochmodus starten und dann wirst du auch immer Schritt für Schritt da durchgeführt und kannst dann immer zum nächsten Schritt wieder springen. So, wir kümmern uns hier um den Lachs und dann machen wir gleich mit der Sahnesoße weiter. Einmal hier ein bisschen Öl in die Pfanne und dann brate ich den hier ein bisschen an. Das köchelt weiter, der Lachs brutzelt vor sich hin und wir starten mit der Sahnesoße. Und dafür brauchen wir als erstes eine Zwiebel. 5 Sekunden, Stufe 5. Dann kommt noch ein bisschen Öl dazu und ein bisschen Mehl. Und dann wird das Ganze 3 Minuten auf 100 Grad, Stufe 1, angeschwitzt. Die Pfanne kann ich jetzt nebenbei schon ausmachen, weil dann zieht der Lachs noch so ein bisschen durch und dann wird er nachher richtig schön saftig. Und die Nudeln sind ja auch schon wieder gleich fertig. So, 3 Minuten, 100 Grad, Stufe 1. Unsere Zwiebel ist schon mal angeschwitzt. Jetzt kommt dazu Wasser. Falls du dich übrigens gefragt hast, warum da Mehl drin war, das ist gleich nachher nochmal zum Andicken der Soße statt Stärke. Dann haben wir Sahne. Dann kommt noch ein bisschen Salz dazu. Und noch ein bisschen Pfeffer. Wenn du das nicht für Kinder kochst, könntest du zum Beispiel auch noch einen Schuss Weißwein oder sowas da rein tun. Und das Ganze wird jetzt nochmal für 6 Minuten auf 90 Grad, damit die Sahne nicht ansetzt, Stufe 4 aufgekocht. Unsere Sahnesoße ist fertig. Da ich allerdings nicht so gerne auf Zwiebelstückchen beiße und ich das auch bei den Kindern immer ganz gut finde, wenn man das versteckt, püriere ich die Sahnesoße jetzt nochmal für 20 Sekunden auf Stufe 8. Wen das nicht stört, der lässt diesen Schritt jetzt einfach weg. Ich finde es immer ganz gut. Sehr schön. Zwiebelstücke AD. Du kannst jetzt entscheiden, ob du das alles vermengst in einer großen Schale. Ich habe mich entschieden, das jetzt erstmal auf den Teller aufzufüllen. Ich habe die Nudeln in der Zwischenzeit schon im Varoma abgegossen. Das ist ja ein sehr, sehr praktisches Nudelsieb. Das hast du bestimmt schon mal in unserer Zubehörfolge gesehen. Wenn nicht, lohnt sich das nochmal anzugucken, denn du kannst eigentlich jedes Zubehör vom Thermomix ein bisschen zweckentfremden und zum Küchenhelfer sozusagen machen. Ich brauche ja jetzt zum Probieren erstmal nur eine kleine Portion. Dann kommt hier noch ein bisschen Lachs oben drauf. Und dann kommt jetzt, oh, die Sahnesoße. Ich schmecke die nochmal ganz kurz ab, ob noch irgendwie Salz oder Pfeffer ran muss. Die ist auf jeden Fall richtig schön cremig schon. Die kann so bleiben, die ist gut. Und gib mir das jetzt einfach hier oben rauf. Wie gesagt, wer das vermengen möchte in einer großen Schüssel, kann das auch tun. Boah, guck mal, wie schön cremig die ist. Und alle Zwiebelstücke sind richtig schön püriert. Also gerade auch so für kleine Kinder, die mögen das meistens ein bisschen lieber. Und weil das Auge ja immer mit isst, kommt noch ein bisschen Dill dazu. Und jetzt geht's ans Probieren.
Ich habe dir, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Innerhalb von 20 Minuten stand die, oder steht die Pasta auf dem Tisch. Wenn es mal ganz schnell gehen soll, habe ich noch einen kleinen Extra-Tipp für dich. Nimm einfach Tagliatelle aus dem Kühlregal, weil die brauchst du ja wirklich nur 2 Minuten im heißen Wasser kochen. So sparst du dir nochmal locker 5 Minuten. Und ich sag mal, 15 Minuten ist doch ideal für so ein Sommergericht an warmen Tagen. Guck mal, wie schön cremig das hier geworden ist. Die Sahnesoße vermengt sich jetzt hier so richtig schön mit den Nudeln. Nudeln vor der Kamera essen ist ja immer nicht so meine Lieblingsaktivität, muss ich sagen. Aber ich probiere es natürlich trotzdem. Und ich bin ganz gespannt, wie es dir schmeckt. Wenn es dir schmeckt, bewerte das Rezept auf jeden Fall auch bei uns im Zaubertopf-Club. Das hilft uns immer, dann wissen wir nämlich, was du magst und wovon wir vielleicht noch mehrere Rezepte machen sollten. Also, guten Appetit! Der Lachs ist super zart und saftig und die Sahnesoße ist so richtig schön cremig. Genauso muss es sein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich genieße jetzt noch meinen Teller, allerdings nicht vor der Kamera, sondern lieber dahinter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und abonniere den Kanal.